Einen wunderschönen guten Morgen aus Düsseldorf. Wir sind heute am Stand von der Firma AirTune. Die kennt ihr ja schon alle. Hier haben wir auch gleich einen Alex, der macht jetzt ein bisschen auf geschäftlich. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Micha. Die Firma AirTune ist ja, also für mich zumindest, eine Geschichte, die gehört eigentlich oder muss eigentlich in jedes Wohnmobil fest verankert sein. Allein schon aus dem Aspekt raus, was ihr alles für Mittel habt und was ihr alles für tolle Produkte habt, gerade fürs Wohnmobil, wo man relativ wenig Platz hat, wo es eng ist, Gerüche zu beseitigen, auch mal Flecken wegzumachen. Und natürlich unser Hauptprodukt, was wir auch sehr oft in unserem Laden verbauen, ist dieser Filter für die Truma-Auslässe. Auch der meiner Meinung nach unumgänglich. Da hast du schon mal ein super Intro schon, ne? Dargelegt, ja. Also das ist auch ein sehr einfach handzuhabendes Bauteil, was echt die Luftqualität quasi im Fahrzeug. Wir hatten das Thema schon mal in der Vergangenheit mit verstaubten Heizungen. Wenn du die ausbaust, ich sehe die ja nicht so deutlich, wie du das siehst, aber wenn die irgendwo eingebaut sind, verstauben die halt schon mal deutlich oder stark. Und da kann ich ein für alle Mal quasi mir einen Staubsauger einbauen ins Reisemobil. Hab dadurch unmittelbar eine bessere Luftqualität. Ja. Ich habe in der Heizphase weniger trockene Schleimhäute, Nase, Augen, alles, was man dann so, das riecht auch nicht so unangenehm. Das ist bei Neufahrzeugen natürlich noch nicht so der Fall, aber wenn das schon mal 2-3 Jahre gelaufen ist, dann habe ich den Staub in der Heizung, in den Wellrohren hier drin lagert sich das ab und dann kommt der raus und dann habe ich echt eine Staubbelastung. Das ist zwar kein anderer Staub, als ich den zu Hause habe, aber der ist doch konzentrierter auf kleinem Raum. Also was ich merke, weil du das gerade angesprochen hast mit die Schleimhäute, seitdem ich habe die Filter ja bei mir im Fahrzeug verbaut und seitdem ich die bei mir verbaut habe, habe ich nachts wesentlich weniger Probleme Luft zu holen. Ja. Also, weil schnarcht sich leichter. Ja, genau. Nee, meine Frau sagt, im Wohnmobil schnarche ich angeblich viel, viel weniger. Ah, guck mal da, das ist vielleicht auch noch ein Marketing-Slogan. Zum Beispiel. Aber das ist wirklich so, weil ich habe echt Probleme. Also wenn Heizungsluft an ist und so weiter daheim, dann schwillt da alles zu. Ja, ja. Also im Wohnmobil ist es, selbst wenn die Heizung läuft, wesentlich besser von gegenüber zu vorher, wo ich die Filter noch nicht drin hatte. Und, was ich auch gemerkt habe, beim Putzen, wenn du mal das Wohnmobil so rausputzt, also viel weniger Staub. Ja, so soll es sein. Also man sieht das auch, dass auf den, ja, so klassisch ist ja die Glasplatte über dem Herd oder der Spüle, dass man das da deutlich reduziert, der Staub sich ablagert. Ja. Das ist auch eben nicht nur in der Heizperiode, sondern ich kann es auch im Sommer benutzen. Genau. Gerade wenn ich mit Allergien Probleme habe oder sowas, schalte ich die Ventilation ein. Und lass das mal richtig durchlaufen oder wenn Pollen da sind. Ja. Ja, also es ist schon eine deutliche Luftqualitätsverbesserung, Steigerung. Und von der Montage her ist es ja auch relativ einfach. Die werden ja einfach hinten auf die Ausströmer drauf geklipst. Hier habe ich leider nur noch, der ist hier schon abgebrochen. Ja gut, der hat gut Messe hinter sich. Also ich klicke das einfach so drauf. Ja. Auf das Ding und das ist es schon. Genau. Wir machen dann hier an den Stellen vielleicht Heißkleber drauf oder einen Tropfen Sekundenkleber. Genau. Ich habe das jetzt mal hier. Ist das schon verbaut? Jawohl. Ja. So ist die Einbausituation. Ja. Wenn ich dann den Filter kontrollieren will, kann ich eben mal da reinschauen oder aber auch, Moment, wechseln will. Genau, man kann dann nämlich den Flügel ohne Probleme rausmachen. Ganz genau. Und dann fasse ich einfach da rein und hole den Filter raus. Dann kann ich ihn super kontrollieren oder dann eben auswechseln. Gegebenenfalls austauschen. Genau. Und dann bin ich immer da, was das anbelangt, habe ich echt eine wirkliche Qualitätsverbesserung, was die Luft anbelangt. Die ist auch messbar. Die ist auch messbar, ja. Also diese Verbesserung ist nicht nur, weil wir sagen, das Produkt ist toll, sondern da gibt es auch Staubmessgeräte. So Partikelmessgeräte. So Partikelmessgeräte, wo das auch effektiv wirklich messbar ist. Dass es eine wesentlich sauberere, bessere Luft ist. Genau. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht ganz, was das Wasser angeht, gehen wir hunderte von Euro aus,
dass wir sauberes Wasser ins Wohnmobil kriegen. Ja. Nur hier ist man immer ein bisschen skeptisch. Und genau. Da ja, bei Wasser wird viel gemacht. Das genau. ist auch vielleicht jedem so ein bisschen einleuchtend. Ja. Aber sagen wir mal, aber das, auch was das Wasser. Geht ja in meinen Organismus. Na die klar, Luft. Ja, nicht nur das. Es gibt ja auch wassergetragene Bakterien, es gibt auch luftgetragene Bakterien. Also genau. Wir sind jetzt hier nicht in einem Reinraum oder sowas. Ja, ja. Das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Das sind nein, Partikelfilter und keine HEPA-Filter oder irgendwie ja, sowas. Klar. Aber, es wird aber die Luftqualität ist wichtig für uns. Ja. Alles, was wir riechen, alles, was uns stinkt, nervt auch. Genau. Ja, und dann habe ich so einfache Methoden, wo man dann, das hast du schon mal angesprochen, dass man auch, wir geben ja für die Werkstätten auch die Geräte raus, ja. Wo man dann das Fahrzeug aufbereiten kann, die Luft aufbereiten genau. kann. Mit, ja? Genau. Und das ist extrem wichtig, ja. weil sich das immer ablagert irgendwo. Man kennt das von der Klimaanlage, irgendwann riecht die mal muffig, dann ist es aber schon zu spät. Das sind auch keine extrem gefährlichen Bakterien, aber ich bekomme die dann immer konzentriert in der Luft zum Einatmen. Genau. Und das ist eigentlich, da kümmern wir uns drum. Also ich kann es jedem nur empfehlen, immer wieder, das ist von der Montage her Kleinigkeit, verbessert eure Luft genau. in euren Fahrzeugen. Genau. Das ist Gesundheit. Und wenn wir schon bei Luft sind, sehe ich hier ein Fläschchen. Da steht Geruchsbeseitiger. Auch das habe ich in meinem Wohnmobil. Und jetzt rede ich echt einmal Deutsch. Man nutzt ja die Toilette. Also ich zum Beispiel nutze meine Toilette voll im Wohnmobil. Und es ist halt alles sehr klein. Und man weiß ja, ich meine, ganz geruchslos geht es halt manchmal nicht. Und kaum machst du die Badezimmertür auf, ist der Geruch aber auch schon in Küche und Wohnzimmer im Wohnmobil. Genau. Und da von dir einmal 2, 3 Stöße mit dem Zerstäuber. Genau. Und da riecht gar nichts mehr. Ja. Und wichtig ist ja zu wissen, das kannst du besser erklären wie ich, der überdeckt es nicht nur. Genau. Wie so Supermarktsprays, die nach Rosen riechen. Die genau, und dann riecht nach Toilettengang mit Rose. Genau. Oder irgendwie sowas. Genau. Aber der vernichtet ja den Geruch. Ja, der bricht. Also es gibt, sagen wir mal, die Stinkstoffe, also das, was uns stinkt oder in der Nase liegt, genau. die haben eine relativ einfache molekulare Struktur. Ja. Und sag ich mal, Abflüsse, wir sind jetzt hier auf der Messe, wenn du hier draußen auf den Hof gehst, das sind Abflüsse, je nachdem, das ist jetzt bei dem Wetter, das ist unangenehm. Sehr lecker. Und das, was uns da in der Nase liegt, ist meistens H2S. Ja. Also es sind 3 Atome in der Bindung und sowas und das ist relativ eine kurze molekulare Struktur. Und die Erdiummoleküle docken da quasi an und brechen das Ganze auf. Ah. Und dann verliert das seine Struktur und stinkt uns eben nicht mehr. Genau. Und so ist das, also in dem Moment, wo ich es ausbringe, findet das auch sofort die Wirkung statt. Ja, das geht sofort. Geht sofort. Und das ist echt phänomenal. Ja. Und in dem Moment, wo ich das anwende, kann ich getrost aus meinem Badezimmer rausgehen und es riecht im ganzen Wohnmobil nicht. Genau. Und das ist auch so eine Ausstattung, wo ich sage, ey. Ja, ob das Essensgerüche das sind, dass so Gerüche sind, ob man das einfach generell, man hat auch das Gefühl, wenn man das dann aussprüht und die Tröpfchen sind jetzt mal aus der Luft verschwunden, dass dann einfach, das ist einfach eine Frische da drin. Ja. Das riecht jetzt nicht stark nach Parfüm, aber es ist einfach frisch. Ja, frisch, hat überhaupt keinen großen Eigengeruch, nee. Sondern geht dann eher ins Neutrale. Genau. Ihr müsst ein bisschen entschuldigen, weil ich bin nur mega erkältet, aber ich kriege das hin. Ja. Also das finde ich echt toll. Und zu dem Ganzen gibt es dann hier auch noch ein Fleckenspray. Ja, das können wir mal filmen hier. Oh ja, das will ich mal. Wir haben das immer auf der Messe liegen. Der ist jetzt schon ordentlich durchgenudelt. Das ist immer so ein Aha-Effekt, weil immer sagen, ja, Fleckenspray, ist das denn, klappt das denn? Und man hat dann, kaufe ich jetzt den 5., der nicht funktioniert. Aber wir machen das auf der Messe vor. Wir haben hier Spätburgunder trocken. Oh, der schmeckt aber bestimmt auch gut. Und das weiß ich nicht. Aber mach da einfach nur so ein bisschen was hier in die Spritze rein. Und mach eben hier mal schnell. Zack, ist es passiert. Da sind sogar 2 drauf, ist egal. Und hab das Fläschchen hier. Und dann ist jetzt egal, ob das frisch ist oder trocken ist, eingetrocknet ist, ob ich dann irgendwas einen Fleck habe, der schon länger da ist oder so, das spielt eigentlich keine Rolle. Ja.
Und man sagt ja sonst immer Rotwein, oh, mach schnell, schnell Salz drauf oder mach irgendwie Eiswasser. Ich weiß nicht, was es alles gibt. Aber wenn du dir das jetzt anguckst, was passiert, wenn ich das Fleckenspray einfach da drauf gebe, was mit dem Fleck schon daneben geschossen, Moment, was mit dem Fleck schon passiert. Das heißt, der ist jetzt zwar noch da, aber ist schon gelöst. Jetzt kann ich eben mit dem Staubsauger drüber gehen. Der ist ja jetzt schon fast weg. Ist schon fast weg. Oder ich nehme eben ein Tuch und dann reibe ich das nicht ein, sondern versuche das mit dem Tuch so leicht aufzunehmen. Ja, Wahnsinn. Und raussaugen zu lassen. Ja? Ja, ja. Mit dem Staubsauger geht es ein bisschen einfacher. So, und jetzt ist der Rotwein, hängt hier im Tuch drin und da ist er weg. Ganz wichtig ist, dass man nicht reibt. Genau, nicht reinreiben, sondern versucht, das rauszuheben. Und deswegen, wenn ich jetzt zu Hause bin, habe den Staubsauger, nehme Staubsaugerrohr und vakuumiere das quasi raus und dann ist der auch weg. Und das geht mit Öl genauso gut, sagen wir mal Olivenöl, Salatsoße, Sonnencreme, speckige Ledersitze, diese, weiß nicht genau, wie das heißt, diese Creme-Ledersitze, da, Kunstledersitze, Alcantara, alles, was so im Interieur zu finden ist. Ne? Geht tipptopp sauber. Ja, und das mit den Flecken ist schon echt auch phänomenal, weil wir nutzen, ist das gleiche Mittel, was ich auch daheim in der Werkstatt habe? Genau, genau. Wir haben so eine große Pumpflasche, da nutzen wir das ja auch. Klar, weil unsere Mitarbeiter haben wir mal Schmutzfinger vom Arbeiten, kommen irgendwo ein helles Polster ran. Aber auch da geht alles raus, ohne Probleme. Also nicht nur Rotwein, sondern das sind wirklich nahezu alle Flecken, wo ich damit entfernen kann. Ja, bei euch habt ihr ja in der Werkstatt dann irgendwie so ein bisschen was Öliges, Schmieriges, genau, Schmutz, was auch immer. Und dann fassen die wahrscheinlich unbewusst mal gerade irgendwo dran. Ja. Dann habe ich die Finger abgemalt dann auf dem Polster oder sonst irgendwo. Ne? Und jetzt hast du hier noch ein nagelneues Mittel. Genau. Das Smellstop. Smellstop. Ja. Für was brauche ich jetzt das, wenn ich hier doch schon einen Geruchsbeseitiger habe? Ja, ist eine berechtigte Frage. Der Geruchsbeseitiger, den, wo wir eben drüber gesprochen haben, der ist eben für die Luft. Mhm. Und hier kann ich, sagen wir mal, Toiletten mit geruchsfrei bekommen. Also ich kann grundsätzlich alle Toiletten damit geruchsfrei bekommen. Okay. Was man jetzt dazu sagen muss, ist, dass es keine... kein Toilettenzusatz ist, der das auch auflöst. Ja? Mhm. Aber ich könnte zum Beispiel Schmierseife reintun und dann je nach Benutzung 2-3 Sprühhübe davon rein und dann bin ich eigentlich geruchsfrei. Okay. Ursprünglich ist das ein Produkt, was wo die wie heißen sie? Firma Glesana auf uns zugekommen ist, mhm, und hat dann gesagt, ja, wenn das häufiger genutzt wird und so, was können wir dann machen? Und das ist jetzt der Unterschied dazwischen, zwischen dem Luftreiniger oder dem für die Luft getragene Gerüche oder das hier, dass das einen leichten Film bildet auf der Flüssigkeit. Dieser Film dann aus dem Geruchsbeseitiger besteht und das alles, was da durchkommt, halt unmittelbar quasi schon aufgebrochen wird. Ja, super. Und deswegen dann nicht riecht. Ne? Okay. Das ist auch so eine Emulsion, die schütteln wir 2-3 Mal kurz vorher auf. 2-3 Sprühhübe in die Toilette rein und dann ist eigentlich schon alles erledigt. Also bei Glesana weiß ich, die haben ja jetzt den Urineinsatz. Genau, auch dafür. Entweder sprühe ich es in die Tüte oder ich würde es im Urineinsatz genau sprühen. Wenn ich das häufiger nutze da und dann riecht eben nichts mehr. Und das geht dann auch über Tage. Also selbst wenn ich es mal vergesse. Auch gut für Trockentrenntoiletten? Ja, wenn die, da bin ich ganz ehrlich, kenne ich mich auch nicht so 100% im technischen Detail aus, wie die das machen. Also wie das funktioniert, ist ganz klar. Ja, ja. Aber dann, wenn die Trockentrenntoilette den Flüssigkeitsbehälter offen hat, ja, sprühe ich es rein. Ich kann es aber auch natürlich in den Bereich, wo sag mal, das Feste drin ist, reinsprühen, weil da gibt es ja dann auch Lösungen, habe ich gesehen, wo dann mal Luft abgezogen wird. Ja, also es gibt ja anscheinend auch bei der Trockentrenntoilette Geruchsprobleme. Und ja, das definitiv. Kann ich einfach aufsprühen und dann bin ich das los. Ja. Ja? Nach jeder Anwendung der Toilette, Benutzung der Toilette, einmal anwenden und dann hat sich das eigentlich erledigt. Also zersetzt auch diese Geruchsmoleküle? Genau, direkt an der Basis. Direkt an der Basis. Ja. Also echt genial. Also ich kann nur sagen, AirTune hat schon echt geile Produkte, die eigentlich in jedes Wohnmobil kommen. Ja.
Und da hinten haben wir das Ganze dann auch in Sets verpackt entsprechend. Das kann ich mal holen. Einmal große Sets, einmal kleine Sets. Man, das also, kleine Set, das ist eigentlich so wie so ein Schweizer Taschenmesser zum Saubermachen für unterwegs. Ja. Ja, das passt eigentlich überall rein. Da sind auch alle Reiniger drin, wie der Glasreiniger. Den hatten wir jetzt zum Beispiel noch nicht. Der gilt für Glas, steht ja auch drauf. Aber natürlich auch für Acrylglas und die Kunststoffscheiben. Also rein theoretisch auch diese Wohnmobilgläser, also Wohnmobilfenster, wo da dran sind, diese Kunststoff, genau, kann man alles genau damit sauber machen. Genau. Wahnsinn. Da geht es eher so als Tipp, sag mal, wenn da der Alkohol- oder Lösungsmittelgehalt zu hoch ist, dann löst der quasi den Weichmacher ein bisschen heraus und dann wird das milchig, das Glas. Okay. Das passiert da. Kratzer entstehen eigentlich immer nur durchs Tuch oder aber durch Verschmutzungen, die schon drauf sind. Mhm. Das heißt, das schmirgelt dann quasi so da drüber. Mhm. Und da empfehlen wir quasi auch ein richtiges Baumwolltuch. Also da ist ein Geschirrhandtuch besser als ein Mikrofasertuch, was die Kratzer anbelangt. Ja, ja, ja. Mikrofasertuch ist besser für die Sauberkeit, aber allein nur mit dem Geschirrhandtuch oder mit einem sehr weichen Baumwolllappen. Ist so ein bisschen besser, weil es weniger Kratzer bisschen besser gibt. Und die Reinigung kommt halt eben hier durch, weil es wirklich super stark fett entfernt auch und sowas. Ne? Dann ist der Geruchsbeseitiger mit drin. Genial. Dann ist das Fleckenspray mit drin. Jawohl. Und dann haben wir hier noch ein Döschen, was der Geruchsbeseitiger quasi in Gel gebunden ist. Ja. Das ist, riecht so ein bisschen nach Zirbenholz. Oh, ich liebe es. Ja, das ist so ein bisschen Almhütten-Feeling. Ja. Man kann auch gut dabei schlafen. Also wenn ich nicht schlafen kann nachts, stelle ich mir das auf den Nachttisch. Echt jetzt? Offen, ja. Okay. Und lasse es einfach wirken. Und das Zirbenholz, gibt es ja auch Zirbenholzkissen, Zirbenholzmöbel, Betten und sowas alles. Das, also bei mir hilft das. Mich beruhigt das und ich schlafe einfach. Okay. Ja, ja, du schaust da immer mega entspannt aus. Ja, danke. Und das wird dann mit der Zeit immer weniger. Ja, okay. Bis es leer ist, also das Gel wird dann weniger und dann ist es eben aufgebraucht. Ja. Ja, genau. Und wenn ich es nicht brauche, ist jetzt für den Vertrieb eigentlich schlecht, aber dann mache ich den Deckel drauf, dann hält es eben länger. Okay. Ja. Und ein Tuch ist noch drin. Und damit kann ich eigentlich. Mikrofasertuch. Ja, ja. Damit mache ich unterwegs alles sauber. Ja. Da kann ich mir wirklich bei helfen, wenn mal ein Malheur passiert ist. Ja. Wenn irgendwas ist, was ich nicht will, selbst wenn ich mal eins gemietet habe, könnte ich dem Vermieter damit quasi schon mal, wenn mir so richtig was Blödes passiert ist. Das will man dann gar nicht. Wie schnell passiert es? Ja, na klar. Das ist nun mal so. Immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Denen passiert auch mal was. Also genau. Das ist, da kommt man nicht drum rum. Dann haben wir das große Set noch. Da ist im Grunde genommen das gleiche drin. Aber eben in anderen Gebindegrößen. Es sind auch zwei Tücher drin, da sind große Flaschen drin, die auch eher in der Werkstatt gebraucht werden oder sowas. Oder wenn ich mein Auto sauber machen will, kann ich mal sagen, ist so eine große Flasche mit Polsterreiniger, da mache ich zwei Autos mit. Okay. Ja. Also das ist schon sehr ergiebig, ich brauche wirklich wenig davon. Ja, ja. Ja. Und Zirbenholz ist auch drin? Nee, Zirbenholz ist hier nicht drin. Das ist, nur das ist hier nicht drin, das ist nur im Kleinen drin. Geil, also echt cool. Ich habe so ein kleines Täschchen in meinem Wohnmobil und ich muss sagen, ich brauche das täglich. So haust du dein Wohnmobil? Nein, aber allein schon den Geruchsverlicht brauche ich fast täglich. Und mal was zum Saubermachen brauche ich auch fast täglich. Ja. Also wir nutzen das wirklich ausgiebig. Ja, ich nutze es ja selbst auch. Ich habe den Geruchsbeseitiger im Kulturbeutel, wenn ich im Hotelzimmer bin, wo es mir nicht so angenehm ist. Wie das oft geht kommt auch mal man in ein Hotelzimmer, wo es riecht wie... Ja, na klar. Boah. Und es geht auch mal in Sportschuhen, Sporttasche, überall, wo es halt mal riecht. Die Fußballer haben Schienbeinschoner, wo es die durch einfach die Gegebenheiten anfangen zu riechen. Ist ja. so. Da kann man sich dann gar nicht vor retten. Ja. Wow. Also ich kann nur immer wieder sagen, das gehört in jedes Wohnmobil. Alex, ich sage ganz lieben Dank. Danke dir auch. Vielen Dank für deinen Besuch. Und
zu erhalten ist das Ganze auch bei euch auf der Homepage? Wir haben einen Online-Shop. Ihr habt einen Online-Shop? Es gibt Händler, die damit handeln. Wir haben natürlich auch einen Online-Shop, da ist das auch zu haben und sehr zu schön erwerben. Ja. Händler gibt es genauso, also überhaupt kein Problem. Wenn man möchte, kriegt man das eigentlich überall. Airtune eingeben im Internet, dann findet man das schon. Und schon geht's los. Genau. Super. Okay. Dann sage ich ganz lieben Dank. Ich wünsche dir eine super gute Messe. Und dir einen schönen Tag. Und wir hören uns. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.